Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge haben wir die Menschenfarm von diesen Rodil-Typen hier erledigt. Der hat sich dann in ein Monster verwandelt, hat den ganzen Turm geflutet. Viele Leute sind gestorben, zum Beispiel dieser Botter. Und ja, wir sind jetzt wieder in Palma Costa und wir müssen John die Nachricht überbringen, dass wir es geschafft haben, mehr oder weniger. Also dass Botter es geschafft hat, das zu machen, was er machen wollte. So, und ich gucke jetzt mal. Ich möchte jetzt mal. Ich weiß nicht, was ich möchte. Ich. Ray? Profi, was? Okay. Ich muss mal ein paar Leute hier. Gravity. Ja, das habe ich oft zu spüren bekommen. So, wen tun wir jetzt mal wieder in der Truppe rein? Ich würde mal sagen. Zellos hat verdammt viel gelernt. Und Colette hat, glaube ich, auch nicht mehr so viele Sachen, die sie lernen muss. Dann tun wir mal Rain hier rein. Und nehmen die Gruppe hier. So, laufen wir wieder ein bisschen mit Leuten rum, so als Tapetenwechsel. Also nicht überraschen oder erschrecken. So, wir gehen jetzt zum Stützpunkt von Zeroand. Lass uns gehen. Ja, wollte ich doch. Ich warte hier. Ich möchte eine Weile allein sein. Mythos. Nein, nein, es hat nichts mit der Flöte zu tun. Entschuldige. Na gut, es ist gefährlich hier, also bleib in der Nähe. Ja, gut. Wenn wir schon da sind, können wir auch gleich den Rayard zurückgeben, den Mythos sich geliehen hat. Was? Ach ja, bitte mach das. Ihr seid zurück. John Potter ist... Er ist tot. Ja, er hat uns gebeten, dir zu sagen, dass er seine Mission erfüllt hat. Ich verstehe. Dann aktivieren wir das Dimensionstransfersystem. Wenn meine Musik so aufgehört hat. Ihr könnt nach Belieben zwischen den Welten hin und her reisen. Mehr hast du nicht zu sagen? Botter hat sein Leben für die Abtrünnigen gegeben und... Leute, es ist nicht an uns hier zu sprechen. Dieser Typ hat, war schon ewig mit Botter zusammen. Egal, was wir sagen, es würde doch nichts ändern. Na schön. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Unser Freund hat einen Rayard von ihnen geliehen. Den wollten wir zurückgeben. Einen Rayard von uns geliehen? Aber unsere... Stimmt fast nicht? Nichts. Ich nehme sie. John, es tut mir leid. Alle unsere Rayards sind noch im Hangar. Was geht dir vor? Dimensionstransfer. Mithilfe der Rayards. Das Dimensionstransfersystem der Rayards wurde aktiviert. Somit ist ein beliebiges Wechsel zwischen den beiden Welten möglich. Yay! Fliege über den Luftraum des Stützpunkts Silverand oder den des Stützpunkts Tetala, um den Energieschub für den Raumzeittransfer zu erhalten. Was bedeutet das für uns? Wo müssen wir jetzt hin? Da seid ihr ja. Ihr geht jetzt wieder, oder? Ja, wir bringen dich zu Altessa. Danke. Okay, dann wissen wir ja. Oh mein Gott, das ging schnell. Nun, Mythos, ich wünsche dir eine gute Zeit mit Altessa. Ihr werdet mich besuchen kommen, versprochen? Natürlich! Pass auf dich auf. Ich werde dafür beten, dass es dir gelingt, deine Schwester zu rächen. Danke. Was der Schwester rächen? Wovon sprichst du? Oh, stimmt, wir haben Regal noch nichts davon erzählt. Hey, das ist doch kein Thema, das wir jetzt bei streiten müssen, oder? Warum sagst du etwas, Zellos? Es ist wichtig. Prissias Schwester ist ermordet worden. Ermordet? Ja, Prissias jüngere Schwester stand in den Diensten eines Adligen namens Bryant. Aber dann hat ihr Chef Bryant... Er ist ein Monster. Wie kann man nur ein Kind töten? Schwester, das kann nicht sein. Prissia, wie war der Name deiner Schwester? Alicia. Ich verstehe. Weißt du etwas darüber? Ich weiß vielleicht, wer der Mörder ist. Wirklich? Bring mich nach Altamira. Oh je. Ja. Gibt's hier drin noch was zu erledigen? Na,
Okay, nix. Nach Altamira. Okay. Sumanga, Altamira, ich muss dir mal eine Eike. Ich kann auch. Okay, gehen wir da als nächstes hin. Kein Problem. Ich hätte sowieso gerne gewusst, wo wir als nächstes hin müssen. So. Können wir jetzt nicht eigentlich... Ich muss mal kurz in die Synopse gucken. Sylph Ifrit. Ballerkopf-Mausoleum. Ich könnte ja versuchen, die mal zu machen, ne? Ruinen von Triet. Kann ich da einfach so hin oder sagt mir Leute wieder, wir müssen ja nach Altamira. Wahrscheinlich ist es so, ne? Dann müssen wir mal gucken. Ich muss zum Stützpunkt von Tetahola. Okay, das einfach zu finden. Und gesagt als getan. Wenn, dann möchte ich erstmal gucken. Hier, irgendwo. Ja, muss ich irgendwas machen? Ja, nach Silver, ja, nach Silver. Nach Silver, ja. Also, upsala. So, Ballergruft-Mausoleum. War ja nicht hier? Ruinen von Triet. Kann ich einfach so rein in den Pakt schließen? Weil das wäre sehr toll. Jetzt, wo ich ja hier durch Silbron wieder durchdüsen kann, also zum ersten Mal durchdüsen kann, meine ich. Bitte lass mich doch irgendwas machen. Am Anfang hatte ich auch so viel Freiraum, ne? Also muss das doch jetzt hier genauso sein. Geh weg. Du willst ja nicht ernsthaft gegen mich kämpfen, oder? Oh doch, du willst es. Ja, ich habe doch hier noch einen Titel von... Oh mein Gott, eins. Spruch gelernt. Wow. Übel. Okay. Mit Rain soll man sich am besten nicht anlegen. Und wo zum Teufel muss ich hin? Muss ja nicht das Ding noch mal machen, oder? Da ist noch eine Kiste. Ifrit, ich wette, der Kampf gegen ihn wird ziemlich hart werden. Was ist los? Hast du es dir anders überlegt mit dem Pakt? Nein, natürlich nicht. Ach, egal. Los geht's. Ja, wir können es anscheinend wirklich machen. Na los, bring it on. Oh Gott. Du, dir du hast Recht besitzt, den Pakt zu schließen. Ich bin Mythos verpflichtet. Ich bin China. Ich begehre, einen Pakt mit Ifrit zu schließen. Ich bitte dich, den Pakt mit Mythos aufzuheben. Dein neues Bündnis einzugehen. Mit mir. Ich muss testen, ob ihr würdig seid, einen Pakt zu schließen. So. Ich glaube, in dem Fall... Ich habe irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Ich glaube, der wird ziemlich hart. Dann machen wir halt mal so. Genes hat ja bestimmt ein paar Eiszauber und so. Das bezweifle ich nicht. Oh Gott, er fängt schon direkt an zu zaubern. Leck mich. Okay. Warte mal, habe ich das schon 50 Mal eingesetzt? Ja, hallo. Hunting Beast, ja. Ja, okay, den werden wir schon irgendwie schaffen. Ja. Aber ich möchte jetzt nicht, dass du die ganze Zeit so einen Scheiß hier abziehst.
Ich hätte wahrscheinlich erstmal Sylph anfangen sollen, ne? Weil ich könnte mir vorstellen, Ifrit ist bestimmt stärker. Weiß auch nicht wieso. So. Nein, 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 au. Okay. Scheint aber gut. Aber er ist nicht irgendwie schwach gegen Eis, so wie er das aussieht. Oha. Wer die ganze Zeit am Zaubern ist, der hätte ich irgendwie nicht so gedacht. Bei Ifrit hätte ich mir irgendwie so gedacht, dass er irgendwie so physisch ausgelegt ist. Super. Da ist der erste schon mal down gegangen. Der erste hat physisch angegriffen, so wie er aussah. Nein, auf damit. Hör auf damit, nein! Also ich wäre schön ab. Sehr schön. Und keine TP. Genis. Nee, wie war ich hier? Wo habe ich mich nur eingelassen? Aber den kriegen wir locker. Aua! Das war China. Ja, ne, so könnte ich die Angriffe voll ausweichen. Willst du denn? Ah, ich kam da nicht durch. Ah, fettes Stück, du. Ja, jetzt geht's erstmal aufs Maul. Oh Mann, hör auf damit. Oh Mann, ich bin so gut wie tot. Ja. Hilfe. Aber die haben nicht gereicht. Okay. Ja, du kannst ruhig Undin oder so rufen gleich. Ja. Natürlich ist wieder nichts aktiviert worden. Warum noch? Aua. Oh Gott. Ja, toll. Ah, sehr gut. Oh, Tidal Wave, sehr gut. Ja, richtig episch aus. Fuck. Nein, nein. Ja. Kannst ruhig mal im Overlimit kommen. War die nicht gerade so gut wie im Overlimit? Dann irgendwie nicht mehr. Aua. Heilung, Rain, bitte. Nein, hör auf. Ja, komm schon. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Sehe ich die Stimme von Dingens? Von Cell? In der japanischen Version? Ja, wie ist der nochmal? Norio Wakamoto? Muss ich mal nachgucken, da muss ich unbedingt nachgucken. Oh Gott, das war knapp. Ja, irgendwie. Purgatory Seal, okay. Okay, den haben wir geschafft. Deine Kraft ist bewundernswert. Sehr gut. Leg dein Gelöbnis ab. Ich möchte, dass die beiden Welten sich nicht gegenseitig opfern müssen. Daher fordere ich dich auf, mir deine Macht zu übertragen. Ich verleihe dir meinen Turm des Inferno. Sehr schön. Celsius, es ist lange her. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich wieder sehen muss. Wir sind zwar Gegner, aber musst du mich so offensichtlich ablehnen? Welche Wahl haben wir? Wir stellen eine gegenseitige Gefahr dar. Dann sollten wir uns freuen, dass unser Mana-Strom gestoppt worden ist. Wer weiß, klar, dass diese Situation die ganze Welt betreffen wird. In der Tat. Alles, was wir tun können, ist, dem Paktierenden zu vertrauen. Ja, wir legen alles in eure Hände. Alles klar.
Okay, genau wie wir es geplant hatten. Aber weißt du, ich habe gedacht, wenn die Welten voneinander getrennt sind, werden wir uns nicht wieder sehen können, stimmt's? Warum nicht? Wir können einfach mit den Rayards hin und her pendeln. Zurzeit können wir uns zwischen den beiden Welten bewegen, da sie durch den Mana-Strom verbunden sind. Aber wenn die beiden Welten auseinanderbrechen, wissen wir nicht, was geschieht. Sobald der Mana-Strom gestoppt wird, werden die beiden Welten sich womöglich für immer trennen. Heißt das, dass wir uns alle voneinander verabschieden müssen, wenn wir den Pakt mit dem letzten Elementargeist geschlossen haben? Wir wissen nicht, ob das der Fall sein wird. Kein Grund also, sich jetzt schon Sorgen zu machen. Stimmt. So, wir haben einen Granat halten. Esseal Fire und Summon Fire. Sehr schön. Ein Elementargeist hat sich uns wieder angeschlossen. Und Purgatory Seal. Warum hat sie halt einen Offscreen gelernt? So, dann. Ich sagen, gehen wir direkt zum nächsten, ne? Das wird ja wohl nicht der letzte sein, ne? Und da ist immer noch eine Schatztruhe, die ignoriere ich erstmal. Gehen wir hier raus und gehen direkt zum Balakov-Mausoleum. Oh. Was willst du eigentlich? Erstmal muss ich mich wieder erholen. Aber gut geklappt gegen Ifrit. So. Was? Erdbeben. In letzter Zeit gab es viele. Ich frage mich, ob es etwas mit den Unterbrechungen des Mana-Stroms zu tun hat. Nachdem wir den Mana-Strom zwischen Volt und Undin unterbrochen hatten, fand eine Erdbeben statt. Welten zu trennen ist keine Kleinigkeit. Es ist kein Wunder, dass die Welt darauf mit einer oder zwei Erdbeben reagiert. Ja, ja. Na gut, dann. Weiß nicht. Ruhen wir uns irgendwo aus und gehen direkt zum nächsten. Wahrscheinlich. Werde ich das wieder in zwei Parts hier einteilen. Wahrscheinlich mache ich Silf im nächsten Part. Ist ja die, die noch fehlt, oder? Alles klar. Oh, so schön billig. Nee, Zeros. Prisea no Präsent no Okaishi o kangaeteru ndakedo. Zeros nara, nani ga hoshii? Kirei na Onee-chan. Nani, nani? Jinjias-kun, kirei na Onee-chan shoukai shite kuren no ka yo? Boku ga sonna koto shinakucha ikenai no. Was zum Teufel? Auf Wiedersehen. So. Eine Truppe gegen Sylph. Wer könnte denn gegen Sylph gut sein? Bisher doch. Obwohl, sie hat ja nur eine Attacke im Moment. Aktiviert. So. Ich würde mal sagen, Genis wieder. Ist eigentlich nicht schlecht abgelaufen, fand ich. Wo ist er? Das Buff Sonic Thrust. Tun wir das noch 50 Mal hier offscreen einsetzen. On-Screen. Werde ich wahrscheinlich noch mal hier ins Hotel reingehen und was weiß ich. Weiß auch nicht. Einfach irgendwas noch machen, um die 2 Minuten oder so ablaufen zu lassen. Komm mal her. Sehr schön. So. Haben wir das auch. 50 Mal eingesetzt. Super Sonic fast. Was? Da habe ich mir gerade verlesen. Okay, dann nochmal. Ein paar Mal. Noch 3 Mal. Weil ich nicht lesen kann. Das wird ja wahrscheinlich einigen schon hier aufgefallen sein. Wutsch. Thunderblade. Offensichtlich. So, und jetzt noch einmal, dann haben wir 50 Mal eingesetzt, dann kann ich wieder einen Angriff da reinballern.
Mit dem Lernen haben wir es jetzt, ne? So, jetzt haben wir Super Sonic Thrust 50 mal eingesetzt. Nächster Angriff. Rising Falcon, keine Ahnung. Tun wir mal Hunting Beast hier rein. Oder Raining Tiger Blade. Tun wir es mal Hunting Beast, wo ist es? Hier rein und Rising Falcon da rein. Hat der Angriff? Soll ich die Mystic Art von Guy aus Tales of the Abyss? Na egal. So, wieder rein. Wieder erholen. Und dann im nächsten Part weitermachen. Das ging nach dem Plan, ne? Ja, nicht vergessen, die Attacke noch auszustellen. Und schon wieder. Ich glaube, ich sollte hier noch ein bisschen öfter übernachten. シーナは何かあげたの?私は水穂の里に代々伝わるわら人形を作ってあげたよ。月神の石だからね。使い方はジーニアスには刺激が強すぎるかも。 Okay, ich mache das noch ein paar Mal anscheinend. So. ねえさん、プレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、姉さんならどんなものが欲しい？そうね、私なら幻の古代書、ネクロノミコンだわね。 あなたも名前ぐらいは聞いたことがあるでしょ。古の大戦中に深海に沈んだと言われて、姉さんに聞いたのが間違いだったよ。 Wer fehlt denn noch? Lloyd? Lloyd, Colette? Mein Gott. これとプレセアのプレゼントのお返しを考えてるんだけど、コレットならどんなものが欲しい？ やっぱり世界平和かな。あらら、また随分とスケールが大きくなっちゃったな。 Mein Gott. Hat der Regal schon gefragt? Auch nicht, ne? Also jetzt fragt er so Presea. Ne, Regal. プレセアのプレゼントのお返しって何すればいいと思う？そうだな。 自分がもらって嬉しいものをあげればいいのではないか。そう、花とか。へえ、リーガルって花をもらいたいの。いや、社交界の女性は部屋いっぱいのバラなどを贈ると喜んでくれたのだ。そんなの無理だよ。Warum nicht? Wer ist mir ein neuen Axt? Das wird mir auch gefallen zu diesem Zeitpunkt. So. Ich hab's ja. Warum bist du jetzt auf einmal auf der rechten Seite? ロイドがコレットにあげたのと同じじゃな。芸がないな。芸がなくて悪かったな。ロイドなら何をもらうと嬉しい？まあそりゃマーボカレー1年分とかだな。あと木刀セットとか。 Wofür? Hey Presey, was würdest du gerne? Oh mein Gott. Ja, ich denke mal, das war vielleicht der letzte, oder? Okay. Auch schön. Mein Gott. Ich glaube, Genesis ist mit dem Geschenk irgendwie auf sich allein gestellt. So, dann würde ich mal hier speichern und in der nächsten Folge nehmen wir an. Mit höchster Wahrscheinlichkeit den nächsten Elementargeist in Angriff, und zwar Sylph. Bis dahin sage ich bis zur nächsten Folge. Tschüss!